So, ungefähr hier. Zu viel? Fällt nicht. Zu weit ein Stück nach da muss ich gehen. So? Nein. So? Leck mir am Arsch. Wenn ich das hier treffe. Vor allem die Kreise, die verwirren mich hier schon. Verdammte Kacke. Nein. Oder? Nein. 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 Weg damit, weg damit, weg, 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 weg. Also, ich will den. Ist das der Stift? Nein. Ich wollte den Stift haben. Den darf ich nicht mehr nehmen. Okay. Nochmal. Sieht gut aus. Nichts. So. Will das denn gehabt? Will das denn haben? Erzähl mir nochmal, weil du es haben willst. Zeichnen wir um diesen Ort einen Kreis ein und wählen als Radius die Entfernung zum Mitre Square. Damit können wir die Gegend bestimmen, in der sich der Mörder wahrscheinlich sicher fühlt. Als Radius, nicht den Durchmesser, als Radius zum Mitre Square. Das heißt, zum Radius. Nein. Mitre Square ist da unten. Der Radius ist die Hälfte vom Durchmesser. Verstehe ich trotzdem nicht. ich blamier mich gerade ein bisschen. Also, der Radius ist die Hälfte. Die Hälfte von da nach da. Wo ist da die Hälfte? Oder meint er das anders? Moment mal, meint er das so? Alles weg. Der meint wahrscheinlich die Hälfte von hier nach da. Das heißt, der Kreis, wenn er hier anfängt, ungefähr die Hälfte. Auch nicht. 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 Komm bloß schon, komm mit mir. Jetzt bin ich aber penetrant hier. Komm schon. Okay. Langsam. Erstmal hier, weg, Mann. Komm, mach weg. Los, mach weg den Kotz. So. Die Hälfte, also den Radius von hier nach da, soll die Hälfte sein. Aber ich gehe gerade total falsch. So, ist das die Hälfte? Ist das die Hälfte? Da die Hälfte? Wo ist hier die Hälfte, mein Freund? Okay, bevor ich jetzt 10.000 Kreise mache und nicht weiterkomme, mache ich hier wieder eine kurze Aufnahmepause. Also bis gleich. Willkommen zurück. Ja, als ich die Lösung gesehen habe, dachte ich mir, willst du mich verarschen? Sprich, der möchte das. Der Wohnort unseres Mörders muss innerhalb dieses Kreises liegen. Bestimmen wir als nächstes den Bereich dieses Kreises, der sich mit der zuvor eingezeichneten Ellipse überschneidet. So. Da haben wir es, Watson. Die Gegend um die Aldgate Station. Sollten wir nicht besser die Polizei informieren, damit sie ihre Bemühungen auf diese Gegend von Whitechapel konzentrieren? Lieber nicht. Wahrscheinlich sind dort eh schon viele Polizisten im Einsatz, Watson. Und ich bezweifle, dass sie uns ernst nehmen würden, geschweige denn überhaupt zuhören. Versuchen wir stattdessen lieber, uns auf die Vorgehensweise des Mörders zu konzentrieren. Wir wissen, dass er es auf Prostituierte abgesehen hat, die mittellos, schwach, krank oder alkoholabhängig sind.
Außerdem lenkt er sie ab, kurz bevor er sie tötet. Und er hat eine anonyme Nachricht am Eingang eines von Juden bewohnten Gebäudes angebracht, um die antisemitische Stimmung anzuheizen. Wie würden Sie diesen Mann beschreiben? Ein Feigling. In der Tat, er ist äußerst feige. Betrachten wir uns die Morde und besonders die Verstümmelungen noch einmal genauer. Och, nö. Lassen dabei jedoch das Opfer Lestrade außen vor, da der Täter sein schreckliches Werk nicht vollenden konnte. Wenn wir uns noch einmal unsere Beobachtungen in Bezug auf die Opfer und deren verstümmelte oder verletzte Körperteile ins Gedächtnis rufen und außerdem die Tatsache berücksichtigen, dass er auch ein oder mehrere Organe entnommen hat, können wir feststellen, dass der Täter von Mord zu Mord brutaler vorging. Feige und dennoch immer brutaler. Beschäftigen wir uns mit dem Tatort, an dem das erste Verbrechen begangen wurde, und zwar der Mord an Polly Nichols in der Bucks Row. Dieser Tatort liegt am weitesten von dem vermeintlichen Wohnort unseres Mörders entfernt. Vielleicht ging diesem Mord ein weiteres Verbrechen voraus, das in der Gegend des Mörders begangen wurde. Ich glaube, ein feiger Mörder würde sein erstes Verbrechen eher in einer Gegend begehen, die nicht weit von seinem Wohnort entfernt liegt, um nach der Tat so schnell wie möglich einen Zufluchtsort zu haben. Holmes, mir kam gerade ein Gedanke, der mich erschaudern lässt. Diese immer brutalere Vorgehensweise, die Sie erwähnten. Er wird sich ein neues Opfer suchen, solange es die Umstände ihm erlauben, weiter zu töten, Watson. Aber wie kann dieses Grauen noch übertroffen werden, wenn man bedenkt, wie er die arme Catherine Eddowes zugerichtet hat? Um eine Beantwortung dieser Frage zu vermeiden, müssen wir rasch und dennoch wohlüberlegt handeln. Watson, ich schlage vor, Sie machen sich ein genaues Bild von den Verstümmelungen der Opfer. Wir haben in Betracht gezogen, dass es sich um Racheakte gegen Prostituierte handeln könnte. Wenn die Opfer Verstümmelungen an ganz bestimmten Stellen des Körpers aufweisen, wollte sich der Mörder vielleicht für eine Krankheit rächen, für die er die ihm bekannten Prostituierten verantwortlich macht. Und was ist mit der Spur, die uns zu Dr. Tumblety führt, Holmes? In der Zwischenzeit muss ich mich um einige Dinge kümmern. Ich muss noch einen wichtigen Zeugen finden, ganz zu schweigen von einigen alten Hinweisen, denen ich noch nachzugehen habe. Bis später, Watson. Als ich das erste Mal mit Watson über den Mord in der Bucks Row gesprochen habe, hat er eine Zeitung gelesen, und zwar den Star vom 1. September 1888. Wenn ich mich recht entsinne, fanden in dem Artikel ähnliche Morde Erwähnung, die in den Monaten zuvor begangen wurden. Ich sehe keine Möglichkeit, in den Besitz der Polizeiberichte zu gelangen, aber vielleicht erhalte ich in der Central News Agency einige Informationen. Ich muss sofort dorthin. Danach statte ich Abraham, dem Besitzer der Tierhandlung in Whitechapel, erneut einen Besuch ab. Die Aussagen des zweiten Josephs lassen vermuten, dass er vielleicht den Mann kennt, den er in dieser Nacht an der Ecke Church Passage und Mitre Square gesehen hat. Sollte das der Fall sein, muss ich diesen Zeugen finden, damit ich ihn befragen kann. So, das machen wir gleich. Ich werde jetzt nur ganz schnell mich mit ein bisschen Trinken, ein bisschen Klapperzeug und mit einem Toilettengang versehen. Also, wir gehen gleich in die Agency und dann zu Joseph und Co. Das machen wir, wie gesagt, nach einer kurzen Pause, das werdet ihr kaum merken. Bis gleich, ciao. Da bin ich auch wieder. Und, ja, wir wollten zur Agency. Karte. Oh, Golden Street, Imperial Club, Mitre. Hier ist die Agency. Sobald der Sherlock wieder quatscht, werde ich mal mich kurz muten. Bulling ist ausnahmsweise im Büro. Wird ihn schon nicht umbringen. Und werde mich mal ein bisschen ausziehen, da es hier schon wieder draußen sehr warm ist, 98 Grad, das ist genau so sein. Und hier drinnen bei meinem Zimmer ist es ungefähr 35 Grad. Ja. Deswegen. Direktor, Bulling, sonst haben wir hier nix. Dann reden wir mit Bulling. Ich hoffe, er redet so viel, dass ich mich ausziehen kann. Guten Abend, Mr. Bulling. Und, hat Ihnen Ihr Kollege von dem heißen Tipp erzählt? Heißer Tipp? Ah, sehe ich das richtig? Ich habe ihm einen heißen Tipp gegeben und er ist ohne Sie losgezogen?
Das ist aber nicht besonders kollegial. Ohne Zweifel will er die Lorbeeren für seine Entdeckung alleine einstreichen. Sie wollen mich auf den Arm nehmen, was? Ich muss Bulling etwas zeigen, damit er mir glaubt. So, da bin ich auch wieder. Ich habe jetzt ein bisschen gelesen, irgendwie Tipp. Und ich muss dir irgendwas geben als Beweis, Beleg für Bezahlung. Das eventuell? Was wollen Sie? Ich möchte dir einen Beleg für Bezahlung geben. Nein, ich will Sie nicht auf den Arm nehmen. Sehen Sie sich den schriftlichen Beleg für meine Bezahlung an. Dieser Verräter! Wenn ich ihn in die Finger kriege, dann... Können Sie mir einen Gefallen tun, bevor ich gehe? Na gut, schießen Sie los. Ich brauche verlässliche Informationen zu den Morden in Whitechapel, die in den Monaten vor der Ermordung von Polly Nichols begangen wurden. Verlässlich? Ha! Sie denken wirklich, dass Sie hier fündig werden? Nun gut, wir haben Fächer, in die immer die Meldungen des laufenden Jahres nach Kategorien einsortiert werden. In der Kategorie Polizei und Gesetz finden Sie Abschriften von Verhandlungsprotokollen und Ermittlungsberichten, die wir immer an interessierte Zeitungen verkaufen. Perfekt. Leider habe ich es ziemlich eilig. Sie kommen allein zurecht, nehme ich an. Schließlich sind Sie ja Detektiv, nicht wahr? Lieber Detektiv und ehrlich ermitteln als ein Lügner und Schleimbeutel, wie du es bist. So, was haben wir denn hier? Stevens and the Enterprise. Quittung. Reparatur des Fachs. Kurznachrichten und Kurioses. Erst davon Bezahlung erhalten am 12. Juli 88. Was haben wir denn hier für ein Dokument? Leco mio. Sir, unsere Presseagentur erhält immer mehr Umschläge mit Mitteilungen und ihr Aufbewahrungssystem ist zu klein, speziell die Fächer Welt und Gesellschaft. So kommt es immer wieder vor, dass Umschläge in die darunter liegenden Fächer fallen, besonders in Polizei und Gesetz bzw. Kultur. Können Sie veranlassen, dass das Fächerregal umgebaut wird? Bis zu Ihrer Antwort verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, der stellvertretende Direktor. So, Fächer. Die Fächer enthalten viele Dokumente in datierten Umschlägen. Ich darf sie nicht alle öffnen, das wäre zu auffällig. Wie finde ich heraus, welches Fach das richtige ist? Sie sind nicht beschriftet. Das ist wohl Barre. Inventare. Dokument. Enthält immer mehr Umschläge mit ihren Mitteilungen und ihr Aufbewahrungssystem ist zu klein. Speziell die Fächer Welt und Gesellschaft sind die kleinsten. Welt und Gesellschaft sind die kleinsten. Welt. Was könnte hier das kleinste Fach sein? Welt und Gesellschaft müsste darunter liegen. Dieses Fach muss vor kurzem repariert worden sein. Will ich noch mehr Informationen? Klick, 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 klick. Dieses Fach muss okay. Ein Umschlag ist aufgerissen. Man kann erkennen, dass die darin enthaltenen Dokumente wirtschaftliche Themen behandeln. Wirtschaft. Darf ich dann eröffnen? Nein. Okay, weiter geht's. Welt und Gesellschaft bekommt es immer wieder vor, dass Umschläge in die darunterliegenden Fächer fallen, besonders in Polizei und Gesellschaft wird, bzw. Kultur. Das heißt, unter Welt, warte mal, die vollsten Dinger sind die hier. Dann könnte nämlich das so rum sein. Oder auch so rum sein. Ich gehe mal aus, dass es so rum ist. Einfach mal rein hypothetisch. Reparaturquittung? Keine Ahnung. Wie kriege ich jetzt die restlichen raus? Nein, schließen. Haben wir hier noch mehr? Ah, noch mehr Dokumente. Was haben wir denn hier? Lieber Fernand, es steht nun fest, ich komme am Freitagabend in den Club. Ich freue mich schon, weil ich in den Kopf frei bekommen muss, bevor ich noch depressiv werde. Stell dir vor, der neue
Bursche steht immer noch in der Gunst von dieser, von Jeanette. Aber irgendwann vergisst sie ihn und kommt zu mir. Immerhin weiß ich, wie ich ihren Verehrer loswerden kann. Gestern hatte ich meinen Spaß, als ich die Umschläge des Faches Erfindung und Wissenschaft ein wenig durcheinander gebracht habe. Da sind jetzt ohnehin immer nur verrückte Ideen drin. Da die Fächer alle übereinander und nebeneinander liegen, hätte es genauso gut ein Fehler des Neuen sein können. Und wie erwartet wurde er auch prompt zum Chef zitiert. Er sieht sowieso wie ein Schwachkopf aus. Da wäre es gut möglich, dass er das Fach Politik mit dem Fach Gesellschaft rechts davon verwechselt und letzteres wiederum mit dem Fach Wirtschaft, das daneben ist, was für ein heilloses Durcheinander. Ich weiß nicht, wie ein intelligentes Mädchen wie Jeanette so ein Streber leiden kann. Aber lange hat er nichts mehr zu lachen. Und? Leco mio. Das lesen wir gleich. Das lesen wir auch gleich. Wir gehen erstmal wieder ins Fach. Da die bei vollsten sind und nach unten fällt, könnte das so schon richtig sein. Jetzt nehmen wir handschriftliche Notiz. Ideen zur Optimierung des Fächersystems. Kurznachrichten und... Was ist das Kurioses? Ist im Moment oft was oben. Sollte nach unten. Polizei und Gesetz ist unten und dort gut aufgehoben. Besprechung... Was? An... Im unteren Platz zu schaffen. Hä? Anbaumen? Besprechung? Besprechung, keine Ahnung, ist hier nicht. Besprechung anberauben, im unteren Platz zu schaffen. Vielleicht Ende des Monats. Bis dahin mit Kurznachrichten und kurioso Verfahren wie bisher. Das Fachwetter ist meistens so gut wie leer. Vielleicht mit Kurznachrichten und kurios zusammenlegen. Wetter ist meistens leer. Vielleicht mit Kurioses. Und Kurznachrichten zusammenlegen. Kurznachrichten ist im Moment an oben. Da. Kurznachrichten, Kurios, da oben. Weil es mit das leerste ist. Dann. Brief an Journalisten, Brief an Fernand. Das war jetzt auch schon übel. Alle übereinander und nebeneinander liegen. Hätte es genauso gut wie ein Fehler des Neuen sein können. Und wie erwartet, wurde er prompt zum Chef zitiert. Er sieht sowieso aus wie ein Schwachkopf. Wie ein Schwachkopf aus. Wäre es gut möglich, dass er Fachpolitik mit dem Fach Gesellschaftsrechts davon... Politik? Gesellschaft. Inventar. Rechts davon. Und letzteres wiederum mit dem Fach Wirtschaft, das daneben ist. Was für ein heilloses Durcheinander. Was daneben ist. Wirtschaft ist daneben. So. Eventuell. Das hieße wiederum, dass das dahin kommt und das dahin kommt. Richtig. Natur des Fachs Kurznachrichten. Kurznachrichten. Kommt dahin. Ein Pfund. So. Also, wir haben jetzt die Kurznachrichten. Dann nochmal den Brief. Er enthält immer mehr Umschläge mit nur Mitteilungen und ihr Abrufbar ist zu klein. Welt und Gesellschaft, so kommt es immer wieder vor, dass... Blablabla... Moment. Dahin. Inventar. Brief an Fernand. Mit dem... Politik, mit dem Fach Gesellschaft. Politik liegt neben Gesellschaft. Und das letztere wiederum neben Wirtschaft. Hahaha. Ich weiß nicht, wie ein Tiermädchen, blablabla. So, jetzt haben wir den hier, hatten wir jetzt auch gehabt. Jetzt fehlt uns der. Das haben wir, das fehlt uns der.
Mein lieber George, dein kleiner Bruder wird gerade ein bisschen vom Pech verfolgt. Meine erste Arbeitswoche war sehr ernüchternd. Angefangen hat es damit, dass ich keinen Schreibtisch am Ofen bekommen habe und mir morgens immer ziemlich kalt ist. Dann muss ich mich auch noch durch irgendwelche Umschläge in Fächern durchkämpfen. Ich glaube, es gibt keine nervigere und eintönigere Arbeit. Wenn ich damit fertig bin, muss ich jeden Umschlag zum betreffenden Journalisten bringen, der sich dann nicht einmal dazu herablässt, mich auch noch anzusehen. Am dritten Tag wurde ich am Schluss auch noch zum Chef gerufen, der mir dann einen Vortrag gehalten hat, weil ich wohl irgendwie die Fächer durcheinander gebracht habe. Ich war so müde, dass ich nicht einmal richtig protestieren konnte, aber es hat mir noch eine zweite Chance gegeben. Jedenfalls bin ich jetzt in einer blöden Situation. Der einzige Sonnenstrahl ist meine Kollegin, Miss Janet Fillington, eine wirklich was charmante junge Frau, die mich als einzigste von allen auch einmal anlächelt. Sie hilft mir so gut sie kann, indem sie mir versucht zu sagen, in welchem Fach ich welche Umschläge legen muss. Jeder Herr kennt die Ordnung, aber geholfen hat mir bisher kein anderer. Die Dame hat Mitleid mit mir und lässt mir Notizen zukommen, wie Politik und Gesellschaft sind nebeneinander. Politik und Gesellschaft sind nebeneinander, ja. Nebeneinander. Sport ist unter Wirtschaft. Sport ist unter Wirtschaft. Sport ist unter Wirtschaft. Schlagzeilen am Rand. ETC. Für mich Schlagzeilen am Rand. Da ist zwar kein Platz mehr am Rand. Am Rand ist kein Platz mehr. Am Rand ist kein Platz mehr.